Elon Musk und Nikola Tesla streiten über den Weltuntergang mit KI. Herr Tesla, wir müssen der Realität ins Auge sehen. Der Klimawandel lässt die Erde unweigerlich sterben. Die einzige Hoffnung für das menschliche Überleben ist die Flucht auf einen anderen Planeten. Wie kann man nur so arrogant sein, Musk? Denken Sie wirklich, dass es die Lösung ist, unseren eigenen Planeten zu zerstören und einen anderen zu finden? Es ist keine Arroganz, Tesla. Es ist Pragmatismus. Wir haben bereits irreversible Schäden verursacht. Jetzt müssen wir vorausplanen, um das Überleben unserer Spezies zu sichern. Und dabei den gleichen Fehler wiederholen? Wieso lernen wir nicht, die Ressourcen, die wir haben, zu schätzen und zu schonen, anstatt nach neuen zu suchen, die wir ausbeuten können? Weil es zu spät ist, Tesla. Die Uhr tickt. Wir müssen den Mars kolonisieren, und zwar jetzt. Sie sprechen von Kolonisierung, als wäre es ein Ausflug. Was ist mit der Ethik, Musk? Haben Sie die moralischen Folgen Ihrer Kolonialisierungspläne bedacht? Wir sind weit über den Punkt der moralischen Erwägungen hinaus, Tesla. Es geht um das Überleben. Überleben um jeden Preis ist nicht lebenswert, Musk. Wir müssen lernen, uns mit unserer Umgebung in Einklang zu bringen, statt sie zu dominieren. Nur so kann die wahre Zukunft der Menschheit aussehen. Idealismus wird uns nicht retten, Tesla. Und blinde Expansion wird uns zerstören, Musk.